Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Conan Exiles, natürlich ein Guide. Ja, und wenn ich einmal etwas angefangen habe, führe ich es natürlich weiter, beziehungsweise auch zu Ende. Die Zuschauerfragen haben auch diesmal nicht abgerissen. Es sind nicht ganz so viele, aber es sind auch nicht ganz so wenige. Jedenfalls genug, um daraus eine neue Folge erstellen zu können. Vielen lieben Dank. Okay, fangen wir einmal an mit den Stahlbarren. Ich weiß, die hatten wir bereits in der vorherigen Zuschauerfolge schon einmal angesprochen gehabt. Allerdings gab es da auch zwei Fragen. Die erste war von Wider gewesen. Wider ist ein Zuschauer, der selber auf der PlayStation 4 Conan Exiles spielt und er wunderte sich darüber, dass das bei ihm noch nicht möglich ist. Nun, lieber Wider, wie du vielleicht weißt oder auch nicht weißt, das ist unterschiedlich, die Patchzeiten zwischen PC und Konsolen ist unterschiedlich. Tatsächlich hat es dieser Update 37 Patch noch nicht auf die PlayStation 4 geschafft. Und soweit ich weiß, auch noch nicht auf die Xbox One, aber so hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Soweit ich aber weiß, soll jetzt diesen Freitag, also am 13., der Update 37 auf die Konsolenversionen von Conan Exiles erfolgen. Und somit dürfte dann auch für dich und die anderen Konsolenspieler gehärteter Stahl nur noch durch schwarzes Eis herstellbar sein. Also sprich aus normalem Stahl beziehungsweise aus schwarzem Eis in Kombination. Schwefel fällt dann auch komplett weg. Ja, und da kommen wir auch direkt zum nächsten Zuschauer, der Diemka. Hatte mich um Revision gebeten, also sprich um, dass ich es nochmal erwähne. Bei ihm als PC-Spieler, da musste ich allerdings erst nachhaken, da er mir nicht geschrieben hat, ob er auf einem PC oder auf einer Konsole spielt, scheint das noch nicht der Fall zu sein. Was mich persönlich extrem wundert. Warum, erzähle ich euch gleich. Jedenfalls, Diemka schrieb mir, dass es bei ihm noch nicht möglich sei, dass er noch ganz normal mit Schwefel und Stahlbarren arbeiten müsse, um das herzustellen. Und dass ich das doch bitte ergänzen solle, also eine Revision. Gut, daraufhin habe ich ihn dann gefragt, ob er da nähere Informationen geben könnte, weil ich muss dafür wissen, auf welcher Plattform er spielt. Spielt er auf dem PC oder spielt er auf einer Konsole, also sprich Xbox One oder PlayStation 4, die ja sehr verbuggt ist. Und wenn er auf dem PC spielt, hat er irgendwelche Mods aktiv. Weil da ist auch der Punkt, Mods greifen natürlich sehr stark in das Spielgeschehen mit ein, auch wenn es den meisten Spielern gar nicht bewusst ist, wie stark sie doch das Spiel beeinflussen können. Nicht müssen, aber in den meisten Fällen schon. So, und natürlich können Konsolenspieler keine Mods benutzen. Die haben halt keine Mods. Es ist egal, ob es eine Xbox One oder eine PlayStation 4 ist, da sind keine Mods, soweit ich weiß, verfügbar. Er schrieb mir dann daraufhin auch, dass es, dass er auf dem PC spielt, auf einem privaten Server und dass keine Mods aktiv sind. Und da muss ich ehrlich zugeben, da bin ich sehr, sehr verwundert, extrem verwundert sogar, weil er wird dann mit der gleichen Version spielen, die ich auch habe. Das ist bei Funcom so, kommt ein Update raus, geht es an alle PC-Spieler gleichzeitig raus. Wollen sie spielen über Steam, müssen sie es erst aktualisieren und erst dann kann gespielt werden. Und auch wenn sie es nicht über Steam spielen, ich glaube gar nicht, es geht gar nicht ohne Steam, es muss über Steam sein, ist ja auch egal. Erst dann kann gespielt werden. Und wenn er dann sagt, ja, Moment, aber bei mir ist es doch noch mit Schwefel und nicht, warum nicht, kann ich, um ehrlich zu sein, nicht beantworten. Aber damit ich euch beweisen kann, dass ich keinen Mist erzähle, nehmen wir hier einfach mal das schwarze Eis raus und haben normal Schwefel und Stahlbarren im Petto. Schauen wir mal. So, der eine ist ja noch in der Herstellung und ihr seht, das Feuer geht aus und die Warteschlange wird nicht verlängert. Ergo kann es gar nicht sein, dass Stahlbarren und Schwefel noch miteinander funktionieren. Es ist einfach nicht drin. Tun wir jetzt einfach mal schwarzes Eis rein, schalten wieder an und wir sehen, es geht sofort weiter. Es wird sofort wieder gehärteter Stahl produziert. Nehmen wir das nochmal raus, stellen den einen wieder her.
So, Schwefel wieder rein, aktivieren und wir sehen, die Warteschlange bleibt definitiv leer. Schwefel ist also definitiv nicht mehr in der Lage, gehärteten Stahl herzustellen. Warum das bei Diemka funktioniert, ich weiß es nicht. Ganz im Ernst, ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht doch irgendeine Mod im Hintergrund läuft, die noch nach den alten Mustern arbeitet. Eventuell, auch wenn es nur eine moderne Mod ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls überprüfe es einfach mal, ob nicht doch eventuell irgendeine Mod auf eurem privaten Server im Hintergrund aktiv ist. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Es ist einfach nicht möglich. Zumindest wenn du mit der gleichen Version spielst, auf der ich spiele. Und ich kann es mir sonst nicht erklären. Gut. Kommen wir zu dem nächsten Punkt. Den Schwefel legen wir erstmal hier hin. Und zwar hat mich der Zuschauer Color33 gebeten, doch mal eine kurze Erwähnung über Radiumfackeln abzuliefern. Das ist ein rechtes Unikum. Radiumfackeln habe ich bis jetzt in keinem meiner Guides gezeigt gehabt. Nun, wir benötigen dafür auf jeden Fall einmal den ganz normalen Fackelträger. Ebenso benötigen wir dafür das alchemistische Pulver, das wir ab 46 erlernen können und uns 10 Talentpunkte kostet. Warum? Das ist wichtig dafür. Wir müssen Hexenfeuerpulver herstellen können. Und ab Stufe 52 können wir dann die Wissenschaft der Altvorderen erlernen für 11 Talentpunkte, wo wir dann die Radiumfackel erlernen können. Einmal die Radiumwandfackel, als auch die Radium-Edelstein-Standfackel, als auch den Radium-Edelstein an sich. Was an dieser Fackel so Besonderes ist, kommen wir später zu. Gut, wir sehen hier die Wandfackel als auch die Standfackel können wir beide in der Werkbank des Handwerkers herstellen. Für den Edelstein brauchen wir den Feuerschalenkessel. Schauen wir da einfach mal rein. So, und wir sehen es bereits hier, Radium-Edelstein ist relativ weit vorne. Wir benötigen dafür 10 Kristalleinheiten, 3 alchemistische Grundsubstanzeinheiten und eine Hexenfeuerpulvereinheit. Hexenfeuerpulver können wir, wie gesagt, selbst herstellen, sobald wir dieses Rezept erlernt haben. Wir können es aber auch bei Gegnern finden. Und zwar in 2 Lokationen. Einmal in der namenlosen Stadt, als auch einmal um den Hügel der Toten, bei den verwüsteten Hügelgräbern, als auch bei den verfluchten Hügeln. Und zwar bei den leuchtenden Skeletten, die dort herumwandern. Wenn wir sie getötet haben und mit einem Pickel oder einer Axt nachbearbeiten, sodass sie Rohstoffe abwerfen können, kann dieses Hexenpulver mit dabei sein. Es muss nicht dabei sein, es kann mit dabei sein. Aber wie gesagt, wir können es auch herstellen, das Hexenfeuerpulver. Machen wir einfach mal. Ihr seht, ich habe keinen Leibeigenen hier drin und trotzdem geht es relativ schnell. So. Das Ganze hat jetzt ungefähr 15 Sekunden gedauert. Das gleiche gilt natürlich auch für den Radium-Edelstein. Kristalle findet ihr in Mass. Die Grundsubstanz ist schon ein bisschen anspruchsvoller von der Herstellung her und das Hexenfeuerpulver benötigt 8 Schwefel bzw. 2 leuchtende Essenzen. Beides ist nicht schwierig herzustellen. Auch hier ungefähr 15 Sekunden, bis ein Radium-Edelstein verfügbar ist. Gut, als nächstes benötigen wir neben den Radium-Edelstein Stahlbarren. Hier bin ich gerade noch ein paar am Herstellen. Wir haben jetzt mehr als genug Stahlbarren. Laufen wir mal zur normalen Werkbank. So, auch hier Stahlbarren sind schon drin. Radium-Edelsteine sind schon drin. Geben wir das hier in dem Suchbereich ein. Radium. So, und wir sehen, wir können hier sowohl die Standfackel als auch die Wandfackel herstellen. Hiervon stellen wir mal 5 Stück her. Als auch davon. So, das dauert jetzt natürlich einen Moment, bis das hergestellt ist. Wofür taugen diese Radiumleuchten denn? Nun, ich habe hier einfach mal einen Bereich erstellt, einen kleinen Turm, wo ich eine Radiumfackel habe. Und ihr seht hier bereits, sie ist rot leuchtend. Wie kommt das? Nun, die normale Radiumfackel ist deswegen rot leuchtend, weil ich ein rotes Färbemittel hinzugefügt habe. Das kann ich auch wieder rausnehmen und schon leuchtet sie ganz normal weißlich. Wie jede andere Fackel auch gelblich-weißlich.
Sobald ich ein Färbemittel hinzufüge, egal welches, es kann rot sein, es kann blau sein, es kann grün sein, es kann gelb sein, es kann lila sein. Es ist euch überlassen, welches Färbemittel ihr habt. Ihr müsst nur eins reintun und schon ändert diese Fackel ihren Lichtschimmer. Und ihr seht das hier an dem gesamten Raum. Der gesamte Raum wirkt rötlich. Auch hier sind rote Radiumlichtfackeln und auch unterm Dach ist eine rote. Ihr seht also, das ist das Schöne an dem Radium. Ihr könnt die Farbe selbst auswählen. Ihr müsst einfach nur einen Farbzusatz, eher gesagt eine Farbe reinlegen in dieses Inventar der Radiumfackel und schon habt ihr dementsprechend die Farbe umgeändert. Das ist das Schöne, bietet natürlich auch viele Möglichkeiten für euch, wenn ihr zum Beispiel im RPG-Faktor aktiv seid. Ihr seid ein böser schwarzer Magier. Naja, wobei es in Conan Exiles ja in dem Sinne noch keine Magie gibt. Aber trotzdem, ihr seid ein böser schwarzer Magier und wollt einen Blutturm haben. Blut könnt ihr natürlich nicht an euren Zinnen haben, aber ihr könnt eurem Schwarzmagierturm doch einen roten Anstrich geben, indem ihr rote Radiumfackeln verwendet. Natürlich können das auch für die Illustren unter euch, die unbedingt einen sündigen Turm oder einen sündigen Bau haben wollen, zum Beispiel ein Bordell für Rollenspielelemente, natürlich mit einem typischen Rotlichtmilieu versehen. Ihr könnt aber auch blau nehmen, wenn ihr zum Beispiel in den eisigen Weiten ein blaues Gebäude aufstellen wollt. Ihr könnt grün nehmen, wenn ihr im Dschungel baut. Ihr könnt, egal wo es ist, ihr könnt jede Farbe verwenden. Und das ist das Schöne an diesen Radiumfackeln. Elementen. Gut, so, dann kam die nächste Anfrage von einem Namensvetter von mir, und zwar vom Jörg. Jörg hat mir geschrieben, dass er und seine Frau meine Folgen sehr, sehr gerne sehen. Vielen lieben Dank dafür natürlich auch. Allerdings haben sie beide anscheinend Probleme mit dem Bau von Keilfundamenten. Aber nicht nur von Keilfundamenten, Keile insgesamt. Egal, ob es ein Keilfundament ist, ob es ein Keildach ist, ob es eine Keildecke ist oder ob es ein invertiertes Keil ist. Dafür habe ich mir jetzt hier auf der anderen Seite von meiner kleinen Festung mal eine kleine Truhe hingebaut und wir fangen mit den Keilfundamenten an und brauchen natürlich auch normale Fundamente. Da ich ja hier die gesamte Festung im Arena-Stil aufgebaut habe, machen wir das jetzt hier natürlich dementsprechend weiter. So, wichtig ist, wenn ihr mit Keilfundamenten arbeiten wollt und ihr wollt euch eure eigene Burg zum Beispiel erstellen, ist es wichtig, dass ihr nicht zwei Fundamente der gleichen Bauart direkt nebeneinander laufen habt. So, wichtig ist, dass ihr erst einmal nur eine Linie fertiggestellt habt. Und dann fangt ihr an, mit 5 Keilfundamenten euch ein sogenanntes, ich weiß jetzt gerade nicht, wie diese Form nochmal genau gehießen hat, ist aber auch egal, jedenfalls diese Kreisformation herzustellen. Und ihr seht, es ist natürlich noch kein Kreis. Nachdem wir die Keile aufgebaut haben, stellen wir jetzt einfach normale Quader darin. Ein Hexagon ist es, glaube ich, noch nicht. Und wir sehen, okay, das sieht schon wesentlich interessanter aus. Das wird jetzt natürlich abgeflacht, zu einem Kreis umgebaut, indem wir jetzt die nächsten Keilformationen hinbauen. Und schon haben wir eine wunderschöne runde Kreisformation dort stehen. So, damit wir auch einen schönen Übergang haben, kommt das außerhalb noch 4-mal zur Geltung und schon haben wir hier einen Balkon. Und hier sehen wir bereits den nächsten folgenschweren Fehler, den ich in meiner Planung gebaut habe. Oh, da war ein Swall aktiv. Gut, ihr seht, hier kann ich jetzt keinen weiteren Keil hinsetzen, aber ich kann auch keinen weiteren Quader hinsetzen. Das liegt daran, dass das nicht 100% von Funcom abgestimmt ist. Warum sie da eine unterschiedliche Geometrie verwendet haben, beziehungsweise die Geometrie nicht so abgestimmt haben, dass man sowohl ein Keil als auch ein Quaderfundament miteinander in Einklang bringen kann, weiß ich nicht. Ihr seid gezwungen, wenn ihr, gezwungen ist übertrieben, aber wenn ihr es so habt und ihr wollt unbedingt mehrere reinbauen, setzt das mit K
Keilfundamenten in Kombination mit den Quaderfundamenten, aber nicht Quader-Quader und dann erst Keil, macht es so, wie ich es jetzt hier vorgemacht habe, nimmt Quader, Keil, Quader, Keil. Und schon wird die ganze Sache dementsprechend besser aufgehen. So. Nee, da gehörst du nicht hin. Du darfst weg. Jetzt werden wir natürlich als nächstes erst einmal die Wände hochziehen. Dafür brauchen wir natürlich Zugänge. Wir brauchen normale Wände und wir benötigen Rahmen. So, der Zugang kommt hier hin. Hier ist es natürlich wichtig, passt schön auf, dass eine Außenseite auch eine Außenseite ist. Steht Außenseite für uns lesbar, ist die Außenseite in unsere Richtung. Ist Außenseite spiegelverkehrt, ist die Innenseite in unsere Richtung. Es ist ganz simpel. So, und dann legen wir los. Hier kommen jetzt zwei Fenster hin, auch natürlich die Außenseiten. Wenn wir mit Keilfundamenten arbeiten und ihr Treppen bauen wollt, zum Beispiel um einen Aufgang zu haben und diese Treppen sind innen, solltet ihr darauf achten, wenn ihr eine Aussicht haben wollt, dass die Fenster so platziert sind, dass sie an einem Keil sind. So, ganz normale Wand. So. Schon geht es weiter. Gut, so, da kommt dann schon die nächste hin. Auch hier wieder Fenster, 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 Fenster. Ist natürlich euch überlassen, ob ihr genauso baut wie ich oder ob ihr noch eine Zwischenebene erst einzieht und dann erst weiter baut. Wie gesagt, das ist euch überlassen. Oder oben kommt dann das Dach hin. Ups, jetzt habe ich natürlich falsch gebaut, aber egal. Ah. So, so viel zu dem Thema. Nanu? Ja doch, passt alles. Gut, wunderhübsch. So, die Wandelemente brauchen wir jetzt auch nicht mehr, die können jetzt weg. Und jetzt kommen wir zu den Decken bzw. zu den Keildecken. So, davon so viel. Okay, passt. Ah, ein bisschen sind wir drüber, das macht aber nichts. So, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Wenn wir unbedingt eine Treppe bauen wollen, Treppen sollte man immer an Quaderelementen bauen. Warum? Ganz einfach, wenn ihr sie hier baut, was durchaus möglich ist, verbaut ihr euch die eigene Möglichkeit, normal weiterzubauen. Es ist nicht passend. So. Ihr müsst dann natürlich immer so eine kleine Keilformation hinsetzen, wenn ihr auf eine zweite Etage gehen wollt. So. Und schon seht ihr, habt ihr eine weitere Etage eingefügt. Ja. So, und schon ist das erste Obergeschoss quasi fertig. So einfach ist das. Wenn wir jetzt natürlich noch eine hoch wollen, gilt das Gleiche noch einmal von vorn. So, Treppe hinsetzen, wunderschön. Ein Keil hinsetzen, auch sehr gut. Noch ein Keil hinsetzen, damit die Treppe ordentlichen Anklang findet. Und los geht's. So, zack, 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 zack. Quaderfundamente, zack, zack, zack. So, Keilfundamente, zack, 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 zack. So, und schon haben wir auch diese Formation abgeschlossen. Ja, das können wir noch gebrauchen. Wir müssen jetzt hier natürlich einen Balkon errichten, ist klar.
So. Wichtig ist, ihr seht es bereits hier, diesen Balkon können wir jetzt nicht hundertprozentig zu Ende führen, weil einfach der Zaun im Weg ist. Da einfach dann dieses Zaunelement löschen. Das ist das Problem. Ihr könnt nicht direkt an einem Zaunelement bauen. So, und schon habt ihr einen wunderbaren Balkon. Hier noch eine kleine Ausschweifung. So, wunderhübsch. Und schon kann alles, kann das auch weg. So, und ihr seht, wir haben jetzt hier eine zweite Oberetage hochgezogen. Und jetzt fehlt natürlich das Dach. So. So, natürlich wollen wir auch Türen drin haben. Zack. Zack. Und das war es auch schon. Oben haben wir ja keine Türe. Ah, sie juckt. Gut, was gibt es jetzt zu bedenken? Um die ganz normale Dachschräge aufzustellen, ist es wichtig, dass sie parallel mit dem Quader verläuft. Ihr könnt sie natürlich auch auf diese Keilfundamente setzen, eher gesagt über diese Keilfundamente. Allerdings werdet ihr dann immer eine gewisse Diskrepanz sehen können. So. Zack. 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 So, und dazwischen kommen natürlich dann sehr schön. Okay, für alle Atomanbieter unter euch wäre das jetzt natürlich genau das richtige Zeichen. Ich bin so verstrahlt. Ups, die war jetzt verkehrt rum gewesen. Macht aber nichts, müssen wir eh hochklettern. So, und schon haben wir das Dach wunderbar abgeschlossen. Ein Problem mit dem Dachabschluss kann auftreten, wenn ihr die sogenannten invertierten Keilschrägdächer verwendet. Das Problem bei einem Keilschrägdach ist, dass es immer ein Fundament bzw. eine Decke benötigt, an die es drankommen kann. Gucken wir mal. So, ihr seht, ich kann es hier nirgendwo außer da packen. Zum Beispiel da am Fenster, wo ich es gerne hätte, kann ich es nicht hinsetzen. So, das würde funktionieren. Und da würde es auch funktionieren. Genauso wie hier. Punkt. Wenn ich das jetzt allerdings abdrehen würde mit dem normalen Keildach, würde das schon nicht mehr passen. Warum? Das invertierte Keilfundament. Das invertierte Keilschrägdach macht immer gerne Probleme. Einfach, aus einem ganz einfachen Grund. Es ist natürlich ein invertiertes. Ihr benötigt also immer eine Schräge und eine Decke, woran es angebracht werden kann. Das heißt also, wenn ihr ein größeres Dach positionieren wollt als das, was ich jetzt gerade gemacht habe, müsst ihr immer eine Decke einbringen, darauf achten, dass diese Decke genug Standhaftigkeit hat, zur Not einfach mit einer Säule es verstärken. Das ist je nachdem, wie weit eure Wände auseinanderstehen, beziehungsweise wie weit ihr entfernt seid. Und dann könnt ihr auch ohne Probleme das invertierte Schrägdach bauen. So. Und hier sieht man auch schon das Problem. Man kann an diesen Keilschrägdächern zwar hochklettern, aber man kann nicht drauf stehen. Man kann nur auf den normalen Schrägdächern stehen, aber nicht auf den invertierten bzw. auf den Keilschrägdächern. Das ist nicht möglich. So, und das war eigentlich auch schon alles gewesen zum Thema Verbindung und Keile. Es gibt natürlich durch den aktuellen DLC für die Arena ein großes Problem, denn das gesamte Arena-Paket hat keine Keil-Technik.
Teile bezüglich Dächer. Gucken wir es uns einfach mal an. So, wo ist es? Keil. Arena Steinmetz. So, wir sehen, dass es normale Keilfundamente hat. Keildecken, Keilfundamente, ja. Aber es hat, und das sieht man hier, wenn wir in den Baubereich reingehen, es hat zwar Zinnen, an die wir dann so einen Belagerungskessel anbringen können. Es hat auch ein Tor und es hat auch einen Zaun. Ansonsten hat es nur die Gewölbedecken. Und diese Gewölbedecken sind in der Regel alle viereckig aufgebaut. Ihr seht also, es ist nicht möglich, ein abgerundetes Gewölbe zu bauen. Das geht einfach nicht. Es ist nicht vorhanden. Ihr könnt also diese Gewölbeteile wunderbar miteinander kombinieren. Ja, aber der Raum an sich muss eckig sein. Ihr habt dann zwar eine rundgewölbte Decke, aber der Raum an sich ist eckig. Einfach, weil es keine Keil-Arena-Decke gibt. Keine invertierte Keil-Decke, als auch keine normale Keil-Decke. Ist einfach nicht drin. So, gucken. Und auch das seht ihr bei den Treppen. Ihr habt eine normale Arena-Treppe, eine Arena-Treppenecke, als auch eine invertierte Arena-Treppenecke. Aber keine Keildecke. Das ist in dem Arena-Paket nicht drin. Das heißt, man wird diesen Bereich hier nicht verwenden können. Ihr werdet immer auf die ursprünglichen Muster zurückgreifen können und das nicht mit dem Arena-Paket abschließen können. Soweit relativ einfach. Gut, wie viel Zeit haben wir verbraucht? 26 Minuten. Gut, das müsste jetzt natürlich alles schön noch mit dem Zaunfundament, mit dem Zaun abgeschlossen werden, damit man hier nicht runterplumpsen kann. Genauso auch da oben. Können wir auch noch machen, muss aber nicht. Wir haben ja jetzt vorhin noch Radium-Elemente hergestellt und die können wir jetzt natürlich verwenden. So. Nehmen wir jetzt einfach mal. Ach, nehmen wir wieder Rot. Rot ist ja eine schöne Farbe. So, hier in die Mitte stellen wir. Direkt in die Mitte können wir leider nicht stellen. Da wird immer kommen, nicht ausreichend mit dem Boden verbunden. Egal, ob ihr es runtersetzt oder ob ihr es hochsetzt. Das ist einfach nicht drin. Ihr müsst also immer ein wenig versetzt hinstellen. So, und wir sehen, okay, diese Radiumfackel ist weiß und alle 10 gehen direkt rein. Hat leider keine verstärkte Farbintensität. Wir müssen immer nur 1 reintun. So, ihr könnt natürlich diese Wandelemente hinsetzen, wo ihr wollt. Ihr könnt sie auch unter ein Fenster setzen. So, und umso mehr ihr es natürlich setzt, umso heller wird es natürlich in dem Raum, ist klar. So. Sehr schön. Und schon haben wir den nächsten roten Turm einfach kreiert. Natürlich ist das jetzt nicht nur eine Sache für innerhalb. Und zwar werdet ihr das sehen, wenn ich jetzt hier in den Nachtmodus reingehe. Abend. Tageszeit. Nehmen wir mal 1800. Dürften wir eigentlich recht gute Nacht haben. Naja. Okay. Nehmen wir 2300. Okay, weiter geht es anscheinend nicht.
So, aber auch hier, diese diffuse Dunkelheit reicht schon aus und wir sehen, der gesamte Turm ist in einem roten Licht am Leuchten. Ja, es verbreitet sich sogar mit nach außerhalb. Das heißt, selbst wenn ihr irgendwas Böses spielen wollt und das durch ein tiefes Rot zum Ausdruck bringen wollt, zum Beispiel als Blutersatz, weil wir können die Wände ja nicht mit Blut beschmieren, habt ihr mit diesem Radiumfackeln auf jeden Fall eine schöne Alternative. Wenn ihr dann noch andere Akzente reinsetzt, wie zum Beispiel hier mit den normalen Fackeln, fällt das natürlich auch direkt auf. Ja, Freunde, und das war es auch schon gewesen. Denkt dran, Support ist kein Mord. Wenn euch diese Zuschauer-Video-Guides gefallen sollten und ihr unbedingt irgendwas wissen wollt, was ich noch nicht auf meinem Kanal gezeigt habe, das ist wichtig. Ich wiederhole mich nur sehr, sehr ungern, beziehungsweise was ich definitiv nicht mache, ich nehme nicht für ein und dieselbe Sache zwei oder drei Videos auf. Wenn ich das schon einmal gezeigt habe, es sei denn, es ist irgendeine Aktualisierung eingetreten, schreibt es mir einfach runter in den Kommentar. Zum Beispiel das mit dem Radiumfackeln oder das mit den Keilfundamenten. Wenn ihr irgendwas wissen wollt und ich die Möglichkeit sehe, es zu machen, schreibt es mir einfach runter in den Kommentar. Normale Kommentare sind natürlich auch jederzeit herzlich willkommen. Wollt ihr nichts auf YouTube schreiben, könnt ihr es auch gerne auf meiner Facebook-Seite oder auf meiner Twitter-Seite. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos natürlich nachholen. Liken und kommentieren ist aber auch jederzeit herzlich gern gesehen. Genauso wie ein Abo dalassen oder einfach die Erinnerungsglocke neben dem Abo-Button mit zu aktivieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif, macht es gut. Bis demnächst denn dann. Ciao, ciao.